Hallo und herzlich willkommen zum Photoshop Arts Halloween Special. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr Bilder gruseliger gestalten könnt. An dieser Stelle möchte ich mich bei meiner Schwester bedanken, die für dieses tolle Styling gesorgt hat. Dann fangen wir mal an. So, dann beginnen wir mal. Hier habe ich das Bild von mir. Und hier können wir direkt auch schon anfangen mit einer Tonwertkorrektur, um ein bisschen Kontrast in das Bild reinzubringen. So, kann man dicker da machen. Ja. So, ja. Dann können wir noch eine Tonwertkorrektur machen. Da ziehen wir einfach nur die Farbe nach unten. Und dann bei der Maske gehen wir auf Steuerung I, um die Maske umzukehren. Nehmen uns einen weißen Pinsel und malen am Rand eine Vignette. So, damit so einen leichten Spot hier hat. Dann kann man auch noch, also bei mir ist jetzt das Problem, dass ich keine Fotowand habe, sondern nur einen weißen Schrank. Das kann man natürlich ändern. So. Dann entfernen wir das mal mit dem Lasso-Auswahlwerkzeug. So, kann man sich einfach hier reinziehen. Mit STRG J kann man die dann duplizieren und mit V im Auswahlwerkzeug dann reinnehmen. Wird man später eh nicht mehr erkennen. So. Dann können wir das nochmal hier unten machen. Könnt ihr auch mit dem Pinsel übermalen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. So, dann hier für eins. Nicht so die professionellste Variante, aber okay. Na gut, hier kann man eigentlich wieder malen. Dann nehmt ihr euch den Pinsel einer geringeren Größe. Wählt euch eine Farbe aus und malt einfach hier irgendwie drüber. So. Wird man schon nicht erkennen. Mit Alt könnt ihr übrigens dann hier die Farbe auswählen. So. Sieht mega schlecht aus. Ein bisschen besseres Weiß. So. Naja, wie auch immer. Erkennt man eh nicht, wie gesagt. Okay, dann kann man das noch auf eine Ebene reduzieren. Auf jeden Fall ist jetzt hier schon mal das Ding weg. So. Dann haben wir jetzt hier diesen gruseligen Schein schon mal. Dann duplizieren wir nochmal unsere Hintergrundebene. Nehmen uns den. Also das Schwammwerkzeug hier, haben bei Sättigung verringern und dann kann man hier, ja, so, kann man 50% einstellen oder wie auch immer. Dann kann man hier über den Körper drüber malen, dann wird man so, ja, wie vergammelt sieht es aus. Also wie halt Zombies sind, irgendwie so, ekelhaft. So, also ist jetzt speziell nur für Zombies, kann man vielleicht auch für andere benutzen, aber da ich ja einen Zombie darstellen soll, mehr oder weniger, kann ich das hier anwenden. So, könnt ihr ja dann ein bisschen genauer machen. Okay. So. Lecker Gammelfleisch. Okay. So, jetzt sehe ich schon mal wesentlich vergammelter aus. Kann man natürlich auch die Deckkraft hier wieder runterstellen, wenn es einem zu ekelhaft ist. Aber ich lasse es mal so. Weil das sieht ziemlich unnatürlich aus mit der normalen Hautfarbe. Dann könnt ihr aber noch eine neue Ebene drüber legt. Mit einem
weißen Pinsel könntet ihr dann noch ein bisschen weißer malen, weil ich weiß nicht, ob das so gelblich so toll ist, weil es halt nicht zum Gesicht so passt. Aber der Kraft muss ich dann ein bisschen runterstellen. 5% vielleicht. Okay, Bild sollte hier bleiben. Ja. Aber noch ein bisschen auffüllen oder so. Stimmt so. So, dann kann man auch die Augen wunderbar verändern. Denn Augen sollten ziemlich ekelhaft sein. So. Dann können wir uns als erstes hier mit dem Ellipse-Auswahlwerkzeug gehen in die Mitte vom Auge und mit gehaltener Shift- und Alt-Taste kann man hier diesen Kreis aufziehen. Okay, jetzt bin ich verrutscht. Wunderbar. Steuerung D, dann auch von vorne. So. Okay. Dann mit Steuerung J kann man die wieder kopieren. Also duplizieren. Dann machen wir dasselbe hier bei dem Auge auch nochmal. So. Man sollte dann zuerst loslassen. Wieder Steuerung D. So. Und wieder duplizieren. Jetzt haben wir beide Augen. Und jetzt kann man mit Steuerung T die Augen transformieren. Zum Beispiel dann die Pupillen ein Stück größer ziehen. Unterschiedlich groß am besten. So, das andere ein Stück größer. Sind die schon mal unterschiedlich groß. Könnt sie ja links auch so klein lassen. Dann sieht es irgendwie freakiger aus. Okay, die eine lasse ich jetzt so. Dann nehmen wir uns eine neue Ebene. Können die auch ineinander kopieren stellen. Nehmen wir uns einen schwarzen und einen weißen Pinsel. Allerdings ein kleiner. So, Deckkraft 25%. Und kann jetzt erstmal mit Schwarz hier die Ränder lang malen. Gut, 20% vielleicht. So. Können dann so langfahren und dunkler machen und mit Weiß die Augen heller. So. Ziemlich hell machen diesen Ring. Kann ihn auch komplett weiß machen. Ist auch nicht schlecht. So. Sieht auch schon mal wesentlich ekelhafter aus. Ist auch ein netter Effekt, ist, wenn man beide Augen unterschiedlich, komplett unterschiedlich macht von den Farben. Aber ich mache jetzt mal beide gleich. So. Ziehen wir uns das hier wieder. Gut, zwar vielleicht ein bisschen dick. Ziehen wir uns die Ränder wieder schwärzer. Wunderbar. Und hier wieder weißer. So. Okay. Sieht schon ziemlich krank aus. So, dann kann man noch, wenn wir jetzt eh in der Ebene schon drin sind, hier oben. Da die Haare, da kann man noch ein bisschen schwärzer machen. So. Die Wunden sehen ja wunderbar aus. So. Kann man noch Gesicht, wenn man das genau machen will, kann man noch ein bisschen, also noch mal hier duplizieren die Ebene von uns. So, ich sag duplizieren, ja.
Dann geht ihr wieder auf Filter, Weichzeichnungsfilter und Gaußscher Weichzeichner. Dann könnt ihr auch nur bei 5% ungefähr. Fünf mache ich jetzt mal. Dann nehmt ihr euch wieder eine Maske, Steuerung I umkehren und dann könnt ihr hier in dem Bild ein bisschen die Haut vielleicht glätten. Ich weiß ja nicht, ob euer Zombie glatte Haut hat oder nicht. Haben Zombies glatte Haut? Wie auch immer. So. Dann retuschiert ihr das da alles ein bisschen. Übrigens gibt es zu den Wunden auch Tutorials auf YouTube, habe ich auch welche gefunden. Waren sehr nett. Die Wunden sind aus Klopapier und Gelatine hergestellt. Also man stellt quasi die Gelatine für ein paar Sekunden in die Mikrowelle. Dann streicht man die sich mit dem Pinsel auf und dann kann man so die das Klopapier quasi rollen oder halt je nachdem hier so ein Fleck hin machen und dann öfters drüber streichen und dann habe ich einfach mit Wasserfarbe angemalt fürs nächste Halloween dann oder für die nächste Halloween Party. Ist ganz nett. So, dann noch hier, ein bisschen davon, ein bisschen hiervon. Soll ja nicht zu hübsch aussehen als Zombie. So. Okay. Dann als, an den Farben könnt ihr noch einiges rumstellen, wie ihr eher, also es gibt ja eher Grüntöne oder halt eher einen Grauton oder wie auch immer. Allerdings muss ich noch sagen, gefällt mir die Haut von mir noch nicht so. Also die müsste noch ein Stück weißer sein. So, dann stelle ich hier eine neue Ebene. Und mal da mal ein bisschen drauf rum, ne? Prozent und dann mal ein bisschen malen. Können ja gleich nochmal bei den Ebenenfüllmethoden gucken, welche passt. So. Farbton ist es nicht. Farbe. Bringt auch nicht wirklich was. Aufhellen. Ja, aufhellen schon eher. So. Dann machen wir da nochmal ein bisschen rum. Natürlich wollen wir den Kontrast nicht komplett zerstören. So. Okay. Denn wenn euch das gefällt, könnt ihr mit Steuerung Alt, Shift und E, könnt ihr die alle auf eine Ebene reduzieren. Dann auf Filter, Weichzeichnungsfilter und radialer Weichzeichner. So, dann könnt ihr auf strahlenförmig gehen und keine Ahnung, vielleicht 60, wie auch immer, irgendein Wert. So. Dann zeichnet ihr das weich. Weiß nicht, ob das euch gefällt. So, dann kann man hier auch wieder eine Maske erzeugen und dann quasi sein Gesicht von dem Effekt entfernen. So. So, dann kann man den Effekt noch ein bisschen in der Decke runterstellen. Zum Beispiel, ja. Oder hier
auf irgendwelche Modis dann gehen. Kann man viel mit rumspielen, sieht auch nicht schlecht aus. So zum Beispiel lineares Licht. Gut, ne, die sind ein bisschen abstrakt, nein. Auf jeden Fall kann man damit schon einiges machen. Zu Halloween-Bildern. Braucht man allerdings jemanden, den einen schminkt. Ne? Man kann sich natürlich auch selber schminken, wenn man das kann. Ich kann es nicht, aber ich bin auch keine Frau. So. Okay. Dann können wir nochmal alles auf eine Ebene reduzieren. Mit Steuerung Shift, Alt und E. Und auf sonstige Filter und Hochpass. Dann auf einen Wert, der passt, dass ihr gerade noch alle Konturen hier seht, ungefähr. Auf ineinander kopieren. Und dann bei 70% ungefähr oder 50 oder wie auch immer, je nachdem wie scharf euer Bild sein soll. Gut, ich gehe auf 60. So. Ich mache es jetzt ohne den Effekt. Okay. Dann Feinarbeiten könnt ihr noch machen, aber an sich finde ich es so ganz gut. Danke fürs Zuhören und noch ein Happy Halloween. Euer Tim.